Hallöchen, liebe Freunde, und willkommen im Digitalfuchs. In diesem Video möchte ich mit euch einmal zusammen die Junghans-Max-Bild zusammen auspacken, ein bisschen euch die Vor- und Nachteile erklären von der Uhr, denn sie hat ein paar. Sagen wir es mal so, es ist die 34 mm-Variante in der Handaufzugsversion. So, das Ganze schauen wir uns zusammen mal an. Das Ganze ist hier in so einem weißen Umkarton nochmal. Und da habt ihr hier dann die Box quasi. Die ist aus so einer Art Kunstleder quasi bezogen und sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Und für den Preis, wo die Uhr ist, quasi, sage ich jetzt mal, ist natürlich trotzdem noch eine Stange Geld für so eine Uhr. Aber ja, ist jetzt einfach so im Einstiegsbereich, sage ich jetzt mal, im Luxusuhrensegment, da ist die Box völlig okay und auch relativ schön verarbeitet. So, wenn wir die hier einmal aufklappen, dann seht ihr hier schon, hier habt ihr nochmal so eine Art Fach, wo ihr dann quasi eure Papiere und ja, nochmal das Putztuch verstauen könnt. So, das machen wir hier nochmal zu und haben hier nochmal die Uhr auf so einer Rolle drauf sitzen, die man hier nochmal sehen kann. Und jetzt kommen wir aber zum wirklich interessanten Teil, und zwar ist das die Uhr. Und das Ganze ist, wie gesagt, in 34 mm und in der Handaufzugsvariante. Ihr seht es hier ein bisschen von der Seite, die Uhr ist mega dünn, sage ich jetzt mal, gehalten. Das Ganze sind nur 9 mm. Hier hinten ist nochmal die Folie drauf. Und hier seht ihr auch das Detail mit der Unterschrift von Max Bill. Weiß natürlich mittlerweile jeder, dass das hier ein Bauhaus-Design ist. Das ist die Variante noch mit dem Plexiglas. Ich hoffe, ihr könnt das so ein bisschen hier erkennen. Die Wölbung von dem Glas. Das Band ist aus einem Kalbsleder quasi. Und ist wirklich sehr, sehr dünn und sehr, sehr weich. Sehr angenehm zu tragen, auch wenn dafür leider arme Babykühe sterben mussten. So, der Handaufzug ist bei mir leider ein bisschen das Problem. Und nicht bei mir, sondern bei diesen Uhren allgemein. Ich finde, am Anfang lässt er sich noch sehr gut aufdrehen. Auch mit einem satten Geräusch. Aber umso mehr das Ganze sich dann dem Ende neigt, umso schwerer wird das. Die Krone, klar, mit den Handschuhen ist natürlich jetzt auch nochmal ein bisschen komplizierter. Aber auch mit der Hand ist das Ganze sehr, sehr schwierig aufzuziehen. Ihr seht hier die kleine Krone ohne die Verzierung drauf. Die ist natürlich richtig formschön, aber meiner Meinung nach entweder muss da ein leichteres Werk rein. Oder es muss tatsächlich eine Krone drauf, die sich ein bisschen leichter aufziehen lässt. Weil umso mehr man dann dem Ende kommt, umso schwerer wird es. Ich finde, es tun einem schon fast die Finger danach weh. Und ich muss das fast jeden Morgen machen, weil das hat eine Gangreserve von 38 Stunden. Und ich sitze jeden Morgen dran. Die Uhr ist von der Größe her wunderschön, sage ich jetzt mal. Klassisch elegant mit 34 mm. Wiegt sie natürlich viel, viel größer. Aufgrund der Tatsache, dass wir hier natürlich nur Ziffernblatt haben. Ich habe jetzt hier mal meine Duca zum Vergleich noch dazu geholt. Und wenn ich das Ziffernblatt hier drauflege, ich hoffe, ihr könnt es erkennen, dann wirkt das Ziffernblatt schon fast größer als das von der Duca. Dadurch entsteht natürlich so ein bisschen der Effekt, dass die Uhr ein bisschen größer wäre. Aber wie gesagt, 34 mm und hier haben wir knapp über 40 mm. Ist natürlich, wie gesagt, der Grund, dass hier halt nochmal diese großen, ja, Abstände zustande kommen durch eben die Lünette und das Gehäuse. Und das haben wir hier halt eben nicht, weil wir hier ein ganz, ganz schlankes Gehäuse haben. Ich versuche es stillzuhalten. 18 mm von der Bandbreite her. Ist natürlich super angenehm zu tragen und ihr habt hier auch nur knapp über 40 oder die 40 mm Lack zu Lack. Das lässt sich natürlich super gut tragen. Ich schreibe euch die ganzen Infos natürlich nochmal unten in die Videobeschreibung, dann könnt ihr das auch genau nachlesen. Ja, schreibt mir einfach mal in die Kommentare, wie haltet ihr die Uhr, findet ihr die schön? Ich würde die sehr, sehr gerne tragen, aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich schaue mir jetzt mal die Automatik-Variante an, denn es gibt die gleiche Uhr nochmal in der Automatik-Variante. Und da finde ich, dann ist es vielleicht ein bisschen angenehmer. Ich hätte gerne Handaufzugsuhr, einfach weil ich jeden Morgen gerne aufziehen möchte. Aber die ist wirklich unangenehm aufzuziehen. Die Uhr ist wunderschön, es gibt kaum eine schönere Uhr auf dem Markt, meiner Meinung nach. Aber ich würde an dem Werk nochmal irgendwie nacharbeiten. Ist nur meine persönliche Meinung, vielleicht sagt ihr, stelle ich nicht so an, lässt sich ganz gut aufziehen. Aber die Punkte wollte ich euch ganz kurz erwähnen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie euch die Uhr gefällt im Bauhausdesign. Würde mich auf jeden Fall interessieren, ob ihr euch für so eine Uhr interessieren würdet. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, liebe Freunde, euer Digitalfuchs.